Meine kleine Auszeit. Geführte Meditation zum Entspannen und Wohlfühlen. Du möchtest dich jetzt tief entspannen und den Alltag ganz weit hinter dir lassen. Gerne möchte ich dir zu Anfang den Tipp geben, dieses Audioprogramm am besten über Kopfhörer zu hören. Somit stellst du sicher, dass du die Meditation in vollen Zügen genießen kannst. Und außerdem kannst du so noch besser in deine eigene Fantasiereise aus entspannenden Klängen und Bildern eintauchen. Jetzt ist auch genau der richtige Moment, um zum Beispiel dein Telefon auszustellen, damit du vollkommen ungestört bist. Vielleicht stellst du am besten auch die Mitteilungstöne auf deinem Handy oder Tablet aus. Und falls noch nicht geschehen, richte dir deinen Platz, was dein Bett, deine Couch, ein Sessel oder auch ein Stuhl sein kann, so komfortabel ein, dass es für die nächsten 25 bis 30 Minuten so angenehm wie möglich für dich ist. Wenn du möchtest, kannst du dazu jetzt nochmal auf die Pause-Taste drücken. Du hast jetzt die Möglichkeit, dich tief zu entspannen, dich vom Alltag zu erholen. Du kannst Blockaden lösen, Energie tanken oder einfach nur ein bisschen träumen. Ganz so, wie du es möchtest. Du kannst nicht nur deinen Körper entspannen, sondern auch deinen Gedanken etwas mehr Leichtigkeit verleihen. Du kannst sie so leicht werden lassen, dass sie ganz wie von selbst scheinbar schwerelos werden, so leicht und schwerelos wie die weißen Fallschirmchen einer flauschigen Pusteblume. Gerne möchte ich dir helfen, dich ganz tief in deine Entspannung fallen zu lassen. Bist du bereit? Okay. Alles, was du für den Moment tun musst, ist meiner Stimme zu folgen. Folge meiner Stimme und lass dich von meinen Worten tragen. Im Laufe dieser gemeinsamen Entspannungsreise werde ich dir immer wieder Bilder vorschlagen. Es ist nicht schlimm, wenn du dir diese Bilder nicht vorstellen kannst. Vielleicht entstehen ja auch deine ganz eigenen Bilder. Alles ist richtig und gut, so wie es ist. Du bist gut, so wie du bist. Und du bist hier auf dem Weg zu deiner Entspannung genau richtig. Schließe jetzt deine Augen. Richte deinen Blick, deinen Augenblick von außen nach innen. Augen sind die Fenster zur Welt. Diese Fenster machst du jetzt zu und öffnest aber das Tor zu deiner Seele. Auch wenn es dir manchmal schwer fällt, dich fallen zu lassen, dich zu entspannen, ja, vielleicht weißt du auch ab und zu nicht, wie du dich entspannen sollst. Dann vertraue einfach dem Wissen deiner Seele und deines Körpers und vertraue auch dem Fluss deines Atems. Vertraue dem Fluss deines Atems, denn mit jedem Atemzug verbindest du immer mehr deinen Körper, deinen Geist und deine Seele zu einem harmonischen Ganzen. Erinnere dich daran, dass du eine Seele mit einem Körper bist und nicht ein Körper mit einer Seele. Hier in deinem inneren Raum ist der Ort,
an dem du ganz du selbst sein kannst. Hier ist der Ort, wo du vollkommen ungestört bist. Es ist ein geschützter Ort, wo du dich ganz sicher und geborgen fühlen kannst. Hier kannst du dich ganz tief in deine Entspannung fallen lassen. Konzentriere dich für einen kurzen Moment, für einen oder zwei Augenblicke. Und weißt du, wie lang Augenblicke sind? Auf das sanfte Ticken der Uhr. Gib dich für einige ganz entspannte Atemzüge diesem Geräusch hin. Bleibe weiter ganz entspannt bei diesem Geräusch. Du wirst feststellen, dass es immer langsamer wird. Du wirst immer ruhiger und entspannter. Du wirst hören, dass es immer leiser wird und deine Gedanken werden auch immer leiser und langsamer. Und nach einer Weile wird das Ticken gar nicht mehr zu hören sein. Wird aus sein, denn dies ist deine Auszeit. Stell dir vor, dass du gerade von einer wohltuenden Massage nach Hause gekommen bist. Du spürst immer noch die angenehm warmen Hände auf deinem Körper. Wohltuende, sanfte und heilende Hände, die dir geholfen haben, Verspannungen zu lösen und jeden Muskel bis tief in jede einzelne Zelle vollkommen zu entspannen. Spürst diese Entspannung wie eine ganz weiche Decke, die deinen Körper weiterhin wärmt und schützt. Und kennst du auch das Gefühl, wenn dein Atem so ruhig und gleichmäßig geworden ist, dass er sich ganz wie von selbst in deinem ganzen Körper, in deiner ganzen Körperregion ausbreitet und auch deine Seele ganz sanft küsst. Kennst du auch dieses wunderschöne und sehr angenehme Gefühl, wie jeder ruhige Atemzug sorgenvolle und anstrengende Gedanken ganz sanft aus deinem Kopf streichelt? Wenn du dich da ganz tief und vollkommen entspannt hineinfühlst, wirst du spüren, dass sich die Küsse und das Streicheln wie warmer Regen, warmer Sommerregen anfühlt.
reinigender Regen, der wie eine warme Dusche deinen ganzen Körper von Kopf bis Fuß entspannt. Gib dich jetzt voll und ganz diesem Gefühl hin und genieße die wohltuenden Klänge des Regens. Atemzug fällt es dir immer leichter, dir fällt es ganz leicht, dir vorzustellen, wie du an einem Sommertag oder ist es vielleicht der erste warme Tag des Frühlings, wie du im Regen spazieren gehst und es lässt dich an viele Tage aus deiner Vergangenheit, vielleicht sogar aus deiner Kindheit erinnern, wo du dich frei, ganz leicht und vollkommen unbeschwert gefühlt hast. Und wenn du dich noch tiefer in diese angenehme und sehr wohltuende Entspannung fallen lässt und du kannst dich ganz tief fallen lassen, weil du sicher und geborgen aufgefangen wirst, wenn du dich wirklich noch tiefer fallen lässt, wirst du hören, wie sich einige Regentropfen in flüsternde, wohltuende Worte verwandeln, die dir ein Lächeln auf deine Seele zaubern. Hinter dich. Wende dein Gesicht der Sonne.
zu. Dann fallen die Schatten hinter dich. Wende dein Gesicht der Sonne zu. Dann fallen die Schatten hinter dich. In deiner Vorstellung kannst du die Sonne hinter oder über dem Regenbogen sehen. Dein ganzer Körper ist von einem warmen Gefühl durchflutet und du möchtest noch mehr diesen wunderschönen Ausblick genießen. Bei deinem Spaziergang durch deine Fantasielandschaft, durch die Natur, durch den Regen, siehst du einen kleinen grünen Hügel, auf den du dich jetzt setzen möchtest. Du möchtest dich dort noch tiefer in deiner Entspannung träumen. Es regnet immer noch ein bisschen und wieder hörst du die flüsternden, warmen Worte, die dich jetzt dazu einladen, von 1 bis 5 zu zählen. Bei der Zahl 5 wirst du oben auf dem wunderschönen grünen Hügel mit der herrlichen Aussicht angekommen sein. Eins. Jeder Atemzug von dir ist ein Schritt auf den Hügel und lässt dich auch immer tiefer entspannen. Immer tiefer und tiefer. Mit jedem Schritt immer tiefer. 2. Du kannst dich immer mehr entspannen und deinem Denken erlauben, Frieden zu finden. 3. Eine angenehme Schwere, eine sehr tiefe und angenehme Schwere breitet sich immer mehr, ganz wie von selbst, in deinem ganzen Körper aus. 4. Du bist jetzt in deiner Vorstellung fast ganz oben auf dem Hügel angekommen. Dein ganzer Körper, jedes Organ, jeder Muskel, jeder Knochen, alle Nerven und alle Zellen entspannen sich mehr und mehr. 5. Mit jedem Atemzug genießt du immer mehr vollkommene Ruhe, Harmonie und Ausgeglichenheit. 6. Setze dich jetzt ganz entspannt auf den Gipfel des Hügels, denn dorthin hast du dich hingeträumt. Der Regen hat aufgehört, die Sonne wärmt dich und du kannst jetzt den wunderschönen Ausblick und farbenfrohen Anblick des Regenbogens genießen. Dieses Bild in deiner Vorstellung in allen erdenklichen Farben aus. Oder lass dich einfach noch tiefer in deine entspannte Auszeit fallen. So tief und ganz so, wie du es möchtest. Denn in dieser kleinen Auszeit gibt es kein richtig oder falsch. Vielleicht träumst du dich jetzt auch durch deine eigene kleine Fantasiereise? Fantasie ist einen Regenbogen über den Alltag malen. Fantasie ist einen Regenbogen über den Alltag malen. Thank you.
Und jetzt ist es Zeit, mit frischer Energie und positiven Gedanken ins Wachbewusstsein zurückzukehren. Bleibe in deiner Vorstellung aber noch auf dem Hügel und lass es zu, dass jetzt hinter deinen geschlossenen Augen Bilder, bewegte Bilder entstehen, wie du den Hügel wieder hinabsteigst, ganz entspannt, ganz leicht, ganz ausgeglichen, aber mit jedem Schritt mit mehr Energie. Die Zahlen 5 bis 0 werden dir helfen, immer wacher zu werden und deine Augenblicke von innen nach außen zu richten. Und stell dich auch darauf ein, dass du bei der Zahl 0 die Augen öffnest, um den Rest deines vor dir liegenden Tages mit offenen Armen zu empfangen. Stell dir jetzt ganz klar und deutlich vor, dass du von deinem Platz auf dem Hügel aufstehst und dich streckst. Stell es dir nur vor. Du atmest frische Luft ein, die deine Zellen immer wacher und wacher werden lassen. Mit jeder Zahl gehst du nun ein paar Schritte. Vielleicht sind es ein paar große oder mehrere kleine Schritte den Hügel hinab. 5. Du erinnerst dich nochmal an den warmen und erfrischenden Regen und bist bereit, gleich dieses energetisierende Gefühl ins Wachbewusstsein mitzunehmen. 4. Spüre jetzt, wie deine Zellen immer wacher werden. 3. Lass es zu, dass deine Gedanken immer wacher und aufmerksamer werden. Vielleicht nimmst du auch schon Geräusche im Außen wahr. 2. Beginne nun ganz langsam, deinen Körper etwas zu bewegen. Fange mit deinen Händen und Fingern an. Bewege deinen Kopf ganz sanft und lass auch wieder Energie in deine Beine und Füße fließen. 1. Die Bilder deiner Fantasiereise sind nun kaum noch wahrnehmbar und du bist bereit, mit der nächsten Zahl, mit der Zahl 0, deine Augen zu öffnen. 0. Gib dem Impuls, deine Augen zu öffnen, jetzt nach, lass los und öffne deine Augen. Öffne jetzt deine Augen. Herzlich willkommen zurück im Hier und Jetzt. Lass es zur Gewohnheit werden, dich regelmäßig zu entspannen. Gönne dir, deinem Körper und deiner Seele so oft wie möglich eine kleine Auszeit. Jederzeit kannst du dazu wieder diese Fantasiereise machen und ich würde mich freuen, wenn wir uns ganz bald wieder da treffen, wo diese Reise vor ein paar Minuten begonnen hat. Also, bis zum nächsten Mal und schön, dass es dich gibt. Dieses Audioprogramm und viele weitere Meditationen und Traumreisen für ein von der Sonne geküsstes Leben gibt es auch als MP3 oder CD in verschiedenen Versionen im Online-Shop auf ohrinsel.net. Den Link zur Website findest du auch in der Beschreibung unter diesem Video. Ach ja, und wenn dir diese Traumreise gefallen hat, wenn du dich hier auf der Ohrinsel wohlfühlst, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest. Vielen Dank.